Wenn ich ihn charakterisieren müsste, würde ich sagen, es ist neben der großen Begabung eine ungeheure Genauigkeit, eine große Gescheitheit und sehr, sehr viel Seele. Begrüßen Sie mit mir Günter Kreuzberg. Künstlerischen Reifen braucht es ja diese Momente des Zurückgehens. Da ist man jung, da baut man eine Karriere auf, ist ein Weltstar, auf den wir sehr stolz sind, und dann muss man, um künstlerisch weiterzukommen, auch diesen versuchen, diese Schritte nach innen zu machen. Ja, vor allem die Oper, die große Oper ist natürlich, selbst jetzt bei Wagner, selbst bei Parsifal, wo es wirklich um Substanziellstes geht, also das ist wirklich mehr an das Mark und an die Essenz kannst du kaum gehen. Trotzdem ist aufgrund dieser Größe und dieser Wucht des Klanges nie diese Intimität zu erzeugen, wie es im Liedgesang ist. Und das Lied hat von dem her natürlich was sehr Katharsisches sogar. Und wirklich zurückzuführen und auf das, was einem im Inneren beschäftigt. Und hat natürlich dann eine ganz andere Plastizität auch wieder, wenn man dann das mit eigenen Lebensgeschichten, mit eigenen Bildern bereichern kann. Das macht einen irrsinnigen Spaß, dass man also dann auch von Günther so Sachen hört wie ich bin direkt abhanden gekommen oder liebst du um Schönheit. So nimm meine Leiche nach Frankreich mit, begrab mich in Frankreichs Erde, was ehrentreu zum roten Band sollst du aufs Herz mir legen, die Flinte gib mir in die Hand. So will ich liegen und horchen still, wie einer Schildwacht im Grabe, bis einst ich höre Kanonengebrüll und wiehernde Rosse getrabe. Dann reitet mein Kaiser wohl über mein Grab, viel Schwerter klirren und blitzen, viel Schwerter klirren und blitzen. Dann steig ich bewaffnet hervor aus dem Grab, den Kaiser zu schützen. Ich habe eine Zugabe vorbereitet, die passend zur Stadt ist. Ich hoffe, sie wird nicht falsch aufgefasst.